So. Jetzt muss ich wieder da lang und dann muss ich aber auf der nächsten Karte einmal quer durch, ne? Wenn ich das Genau. richtig. Okay. Dann haben wir echt die Holzmission durch hier in Alaska. Sehr geil. Ja. Ja, an der Hättest du Stelle musst du dich mich freuen. bei der Generalprobe gefragt, hätte ich gesagt, das Das ist kriegen wir hin. unwahrscheinlich. Ja. Aber wir haben es tatsächlich dann. Also, dann müssen wir, glaube ich, nur noch den großen Hänger durch die Gegend schubsen und dann sind wir mit Alaska tatsächlich vollständig durch. Es sei denn, irgendjemand findet noch irgendwas Hast du gerade außer. bloß noch gesagt? Ja. Und ich glaube, ich weiß auch schon, welchen Trott ich dafür nehmen möchte. Du brauchst hoch, Wenn ne? ich ihn habe. Also wenn er Platte nicht hoch. gerade, ich weiß, wenn er nicht zufälligerweise gerade woanders steht. Ja, wenn ich kannst du ihn ja von mir kriegen. Er ist groß und gelb. Okay. Und er kann hoch und Tank. Und er steht, glaube ich, in, du kriegst ihn, glaube ich, in Yukon. Kann man ihn mit drei Buchstaben abkürzen? LKW. Okay. Es ist, ich habe keine Ahnung. Ich muss gucken, welcher es ist. Also, ich hätte vielleicht eher den Koloss im Kopf, aber. Ja, dem geht das sicher auch sehr gut. Aber jetzt muss ich erstmal die Stämme hier abliefern, dann liefere ich den Hänger ab und dann kann man mal gucken. Den Hänger muss ich ja dann auch noch wegfahren. Wobei Ja. eigentlich nicht, ist dein Geld. Zum Glück ist die Kamera geradeaus. Ja, ich wollte gerade sagen, schade, dass ich deinen bösen Blick jetzt nicht gesehen habe. Ja. Brauchst definitiv ein Fun Bildchen als Emoji. Als Ersatzbild einfach nur die Pfanne Ja, genau. mit zwei Augen drauf. Eine Grinsepfanne. Genau, Und eine eine böse Grinse. Guckpfanne, die du quasi nach Stimmung einblenden und umblenden kannst. Quasi wie die ganzen VTuber, die keine echten Gesichter, sondern die anderen, die animierten Gesichter drin haben. Und bloß halt mit Pfanne. Genau. So ist das. Definitiv. Oho, ich habe ein Ziel vor Augen. Glücklicher, ich habe Schnee vor Augen. Weit, weit weg. Ja, weit, weit weg ist auch weit, weit weg. Ich gehe sehr gut mit meinem Hänger um, wie man sieht. Wie üblich. Und zum Glück gibt es hier. Ups. Keine Clippings, ansonsten wäre der Hänger jetzt schon ziemlich verbogen. Klappt die Clippings. Was mich ein bisschen wundert, meine Rungen wackeln hinten sehr rum. Das macht mir ein bisschen Angst. Ah, das muss so, das muss so. Ich hätte nicht vom Gas gehen sollen in der Steigung. Kann mal jemand schieben? Das Aber Gute mal ist, zu kämpfen. auf Pedro Bay gibt es auch einen Anhängershop, also. Ah, das ist ja schon mal gut. Er liegt nur quasi am Anfang der Karte. Das ist schlecht. Weil ich kann mich erinnern, du hast gesagt, wir müssen ganz zum Ende hin. Juhu. Also, du musst üblicherweise nicht die Straße folgen, sondern du musst einfach nur quasi links abbiegen nach, und dann einfach nur das unterste Gebäude fahren. Du tauchst also oben rechts auf und musst nach unten links, unten rechts. Klingt ja toll. Hm. Warte, ich freue mich. Aber ehrlicherweise, abgesehen von einer Stelle, ist die Straße ganz okay. Ja, okay, gut. Ja. Also ich Also, tauche jetzt ein nach Bergfluss. Berg, genau. Ja, ich fahre gerade die Straße zurück Richtung Hängershop.
Meine Park-App hat mir mitgeteilt, dass mein Parkticket gleich abläuft. Solltest du mal wieder raus zurück in die Garage gehen und ein neues ziehen? Nee, das Parkticket, was da ablaufen soll, das ist heute Mittag um 12.15 Uhr abgelaufen. Ploppt heute aber schon den ganzen Tag immer wieder auf, um mir mitzuteilen, dass es bald abläuft. Ja, dann solltest du, was? Ja. Es blüht dann auch überhaupt nicht nervig auf dem Handy. Hm? Ja, da sind wir wieder bei der Stelle, die blöd ist. Diesmal ohne Ladung. Hast du mit deinen Gähnen angesteckt? Jetzt geht das bei mir los. Es tut mir leid. Möchte dich hiermit offiziell als schuldig bezeichnen. Wer macht denn solche Kurven? So, hier wäre eine Tankstelle, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe genug Sprit. Vorerst. Ja, da bist du quasi schon auf der Karte hier. Sollte ich mich mal beeilen und die Straße frei machen? Petro Bay ist im Anmarsch. Wir müssen heute richtig Schotter gemacht haben, oder? Ist das jetzt die dritte Mission? Das ist halt die Anfangsmission. Die sind gar nicht mal so. Irre, so viel Geld, ey. Irre. Ich vermute mal so um die 30.000 bis 40.000 haben wir schon gemacht, ja. Locker, locker. Weil die waren ja bei 17. Und das die dritte ist? Ja. Müsste das sogar mehr sein, ne? Ich würde so Richtung 50 tendieren. Ich habe ja noch die 3.000 für meine Racing-Aufgabe. Ja gut, die ist also ja. Klar. Weil ich ja mit Gold abgeschlossen habe. Ist das an der Stelle nochmal... Das Ding mal an hier. Okay, hier gibt es ganz viele lustige Kringel, die machen wir mal weg. Ich bin oben rechts und ich muss nach BTF, wo muss ich hin? Unten rechts. Ja, wir morden das erstmal. So. Ich bin oben. Petro Bay, ich bin in Nordhafen. Dann bist du falsch abgebogen. Ja. Ups. So, dann legen wir langsam den Rückwärtsgang ein. Schub, schub, piep, piep, piep. Ich bin dann jetzt gleich auch beim Ablagepunkt und switche dann auch direkt mal nach dem Nordhafen. Du hast mir noch nicht gesagt, dass ich dann hier irgendwie anders abbiegen muss. Schämst du dich nicht? Ich dachte eigentlich, dass du nicht aus eigenen Stücken irgendwo falsch abbiegst. Hier, da oben geht's nach Petro Bay. Hä? Ach, ich bin hier oben raus. Ich bin da unten rausgekommen aus White Valley. Bin links hochgefahren und ich muss rechts hochfahren. Ah. Das ist ja tückisch. Oh, hier steht noch, in PB steht noch ein Pickup mit Stahl. Echt? Ja. Na, aber den haben wir ja stehen lassen für eine schlechtere Zeit. Ja, ich weiß. Das Problem ist, dafür brauche ich, glaube ich, Sattel niedrig. Ja, Mr. Black, ich habe eine Racing-Aufgabe in Gold abgeschlossen. Und die hat schon beim zweiten Versuch im ersten funktioniert. Ich habe jetzt aber ein ganz anderes Problem, Sat. Ja? Wir haben zu früh gelobt. Wieso? Guck mal meinen Stream. Oh. Ja, das geht schon, das geht schon. Warte, ich mach die Warnleuchte an, okay? Ja, geht doch. Das soll's, muss so, hm?
Das Holz muss so. Geh doch weiter, fahr einfach weiter. Also, fahr einfach weiter. Ja. Das geht nicht gut, wenn wir gleich durchs nächste Portal fahren. Jetzt bitte nicht den ganzen Scheiß nochmal, nur weil ich... Ist jetzt auch nicht so, dass der mich irgendwie seitlich zieht oder so, der Klopsholz hier. Nee. Soll ich fix mit einem Holz-LKW vorbeikommen? Und dann? Naja, laden wir den ganzen Scheiß wieder hinten auf. Würde ich jetzt sagen. Ja. Soll ich? Also, nein, ich fahre das jetzt hier durch. I trust der ganzen Sache. Okay. So. Schauen wir mal. Warst du das Ding? Ja, ich glaube, du warst das. Der Kette 770G. Also doch ein Cat. Also doch drei Buchstaben. Ja. Habe ich das Ding? Nein, ich habe es hier gerade nicht rumstehen. Na, schade. Handy links vor mir, rechts Laptop. Hä? Ja, ich kann ihn mir auch leisten. Ich meine, ich verkaufe ihn danach eh, aber ich möchte ihn mal ausprobieren. Ich glaube, das Holz wäre schon weggeschliffen über die Strecke. Ach, der hat einen schweren Sattel, keinen hohen Sattel. Okay. Schwer, hoch. Ach ja, da gab es ja noch den dritten Typ. So, dann verkaufen wir ihn wieder. Oder setze ich mal den Azov 53.19 ein. Genau. Ich meine, ist ein gepanzerter 8-8-Truck, der aktuell vom russischen Militär eingesetzt wird. Was kann ich da... Okay, ist ein Alleskönner unter den Superschwertraktoren. Ah. Liebe Nachwuchsfahrer, nicht nachmachen. Ja, das gilt ja egal für was wir machen. Ich bitte dich. Also. Richtig. So, jetzt hoffe ich, dass da noch was ankommt. Sattelkupplung hoch. Einsetzen. Petrobel, hey! Und das Holz hängt immer noch auf der Seite. Fuck! Aber es hängt noch drin. Hoffe ich. Ja. Und ich kann leider nicht Fracht beladen. Und ich glaube, hochziehen können wir das nicht alle vier zusammen. So, wo muss ich damit hin? Wie bist du da hingefahren? Ich bin über das vereiste Stück Wasser gefahren und dann... Ist scharf rum. Ja. Du Scheiße, das ist alles mit dem Holz hinten. Okay. Wenn wir das hier abkackt, dann war's das, ne? Das ist dann Spiel deinstallieren und Rechner verbrennen und so die ganze Kombination. Und das wird nicht schon wieder dunkel, ne? Ja. Okay, die erste vereiste Schräge, die habe ich schon mal quasi überlebt. Ey. Ich glaube, die 200 Liter Tankfüllung, das war der Grund, warum ich mit dem Fahrzeug nicht so oft rumfahre. Oh, bei der Gelegenheit, apropos rumfahren, ich sollte vielleicht noch die Reifen wechseln. Da war ja was. Kettenset. Montieren. Hier ist die Eisfläche. Das fährt sich sehr eigenartig, das Holz da so schräg hinten dran hängt. Warum habe ich überhaupt den Hänger dabei? Kann ich da hier irgendwo hinschmeißen? Koppel ihn einfach ab, ich hole ihn dir ab. So. Ja. Ich fürchte, wenn du ihn abkoppelst, geht das Holz auch direkt flöten. Genau, das ist meine einzige Angst, sonst würde ich es wahrscheinlich probieren. Weil dadurch hängt, durch den Anhänger hängt das, der Anhänger hängt nach rechts und die Ladung nach links, das macht es irgendwie nicht besser. Mhm.
kurz zum Thema nicht nachmachen. Wir fahren hier Spezialtransporte. Spezialtransporte genau. Sind manchmal etwas spezial. Ganz speziell. Mhm. So, jetzt habe ich das Problem. Ich muss mit dieser Ladung rechts abbiegen. Das ist ein bisschen tricky. Ich habe herausgefunden, was es heißt, einen gepanzerten LKW zu fahren. Man kann gegen Pipelines dotzen, ohne dass es wehtut. Cool. Sehr. Okay, aber über Warnschilder fahren geht trotzdem nicht. Ja, das wäre jetzt also wirklich. Richtig. Und ein Leitplankendotzen ist auch kacke. Okay, wo kriege ich einen neuen Reifen her? Hier ist eine Straßentoilette, da stand nämlich gerade Rotklosett. Ja, das könnte vielleicht. Hup! 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 Ich glaube, dieser LKW hat einfach zu viel Kraft. Ich hätte doch den Kolos nehmen sollen. Muss ich mal zu dir rüberschalten? Ich sehe das. Ah, okay. Du siehst da vorne diesen leicht platten Reifen, den vorne liegt. Mhm. Okay, jetzt muss ich mit dem Ding hier über die Brücke fahren. Das wird auch lustig. Ja. Yep. Mr. Black, ja, wenn er das mit dem Meerschutz jetzt, dann zieht er sich vorne noch ein Gummi drüber, du. Über die Fahrerkabine. Oh, Holz, Holz! Alter, dieses scheiß Drehding, ey. Warum? Ja, das, dass man den Quatsch nicht so halbwegs festmachen kann. Irgendwie einrasten oder sowas. Ja. Irgendwas, was halt nicht so flatterig ist wie das Ding. Satishu hat Nordhafen verlassen. Jo. Satishu hat Bergfluss versetzt. Ja. Armes Bergfluss. Ja, das ist. Gefahr. Wenn Bergfluss nicht pünktlich kommt, dann versetze ich es halt mal. Genau. Gefahr. Ah, ein bester Teiler. Warum ist das bei dir so duster? Ah, jetzt ein Teller. Da steht noch eine Reparatur hier. Ich bin froh, dass wir damals auf. Ja, das glaube ich dir gern. Ich tausche auch definitiv nicht gerne mit dir. Super. Water Overroad. Können wir da nicht Walter Overroad schreiben? Das darf ich nicht so laut sagen. Kommt mein Nachbar, der heißt. Walter Overroad und White Valley. Aha. Mhm. Water White.